Diese Schönheit, dieser Klang. Wir hatten zu zweit magische Stunden. Boah, Papa, das Ding ist aus der Steinzeit und du hast es sowieso woanders gekauft. Geben Sie uns beiden noch eine Chance? Oh, na klar, dafür sind wir doch da. Egal wo gekauft, wir reparieren alles. Radio Schulz, Ihr Fachgeschäft vor Ort. Die machen das wirklich. Hi Leute, hallo aus der Soccerhalle in Hameln, aus dem Laola Fußballcenter in Hameln. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast bei mir, einen Interviewpartner, Murat Saglam vom VfL Wolfsburg. Murat kommt aus Hameln und spielt jetzt, ich glaube, seit 4 Jahren in Wolfsburg. Murat, hi, ich grüße dich, wie geht's? Mir geht's ganz gut, also ich freue mich auch hier zu sein. Ja. Wo hat deine Fußballkarriere begonnen? Wie hat das alles angefangen? Erzähl mal ein bisschen. Also mit 6 Jahren habe ich mich dazu entschieden, mit Fußball anzufangen. Mein großer Bruder hat mir das so geraten, weil ich halt ab und zu mit ihm kicken war. Und dann habe ich ein Probetraining bei Eintracht Hameln gemacht, halt bei meinem früheren Trainer Helmut Hanus. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, mit Fußball anzufangen im Verein. Habe bei Eintracht Hameln 7 Jahre gespielt. Und bin dann nach 7 Jahren zu Preußen gewechselt, habe dort eine Saison verbracht und bin dann direkt zu Tündern. Ja, dann Tündern war halt eine gute Adresse, habe da 2 Jahre gespielt. Das war, glaube ich, Niedersachsenliga oder wo habt ihr da gespielt? Landesliga und sind auch in der Saison Meister geworden. Und dann ging es weiter zu Wolfsburg. Wie kam der Kontakt zu Wolfsburg oder wie haben die dich angesprochen oder wie lief das ab? Erzähl mal ein bisschen. Also wir hatten ein Spiel gegen Hannover 96 und da war halt ein Spielerberater zugucken und der hat mir dann halt weitergeholfen, hat mich bei Wolfsburg empfohlen und die haben mich dann eingeladen zum Probetraining. Ich war da schon echt oft 5-6 Mal, bis die sich festgelegt hatten und dann bin ich in der U16 zu Wolfsburg gewechselt. Ja. Das heißt, du warst da 15 Jahre alt? Nee, da war ich noch 15. 15, genau. Beim Probetraining war ich noch 15. Ja. Okay, ja, wie schwierig war denn das? Also ich denke mal so mit 15 von zu Hause weg in eine andere Stadt. Es war jetzt nicht ganz aus der Welt, aber trotzdem, wie lief es da ab? Hast du da im Internat gelebt oder bei deiner Gastfamilie? Wie lief das ab? Also das Internat war zu dem Zeitpunkt voll, aber der Trainer wollte mich unbedingt haben, hat dann eine Gastfamilie für mich organisiert und da habe ich 2 Jahre gelebt. Die haben mich auch sehr gut aufgenommen, die Familie war sehr nett. Und das war halt auch schon Teil der Familie, weil die sind halt auch von meiner Kultur so gesehen. Und ja, also es war halt am Anfang sehr schwer, weil ich ja noch 15 war und von der Familie weg. Meine Mama hat das halt nicht so, fand das nicht gut, weil sie mich halt oft vermisst hat. Mein Vater stand hinter mir, meine Eltern beide, die stehen bis heute noch hinter mir. Und ja, die Anfangszeit war schwer, aber danach wurde es immer besser. Also 2 Jahre Gastfamilie und dann mit 17 ins Internat oder wie lief das? Nee, dann war ich schon in einer Wohnung, also in der WG. Der VfL hat das für uns ausgesucht und da bin ich jetzt mit meinem jetzigen Teamkameraden. Ja. Okay, wie lief das mit Schule? Bist du jetzt mit Schule schon fertig oder wie ist da die Lage? Also da gibt es eine Partnerschule, die Eichendorfschule und da war ich 3,5 Jahre, glaube ich. Und ja, da habe ich meinen erweiterten Realabschluss gemacht und habe seitdem mich nur auf Fußball konzentriert und ja, mache Schulen nicht mehr. Ihr seid jetzt auf dem 2. Tabellenplatz hinter Hertha BSC Berlin, richtig? Ja, genau. Habt aber ein Spiel weniger. Ja, wie bewertest du denn die aktuelle Saison für dich persönlich? Du hast ja auch schon ein paar Scorerpunkte erzielt, 2. Platz hinter Hertha, ein Spiel weniger. Wie bewertest du die aktuelle Saison für dich persönlich und für das Team? Also für mich persönlich finde ich das bisher meine stärkste Saison beim VfL, weil ich bin ja jetzt das ist meine 4. Saison beim VfL und das halbe Jahr war schon echt gut, hat mich persönlich auch weitergebracht. Und ja, also wir haben das ganz klare Ziel, wir wollen deutscher Meister werden und deshalb finde ich halt, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen. Wir sind zwar ungeschlagen, aber wir wollen halt auch den Abstand zu den Konkurrenten so hoch halten wie möglich. Und ja, also wenn wir das Nachholspiel gewinnen, sind wir auch Erster. Und deshalb ist es halt okay, aber kann immer noch besser sein. Ja.
Thema Nationalmannschaft. Du bist türkischer Nationalspieler. In der U18 hast du schon zweimal mitgespielt, dreimal U19. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie hat das angefangen mit der türkischen Nationalmannschaft? Erzähl mal. Also ich habe als jüngerer Jahrgang beim VfL ein paar Spiele gespielt. Und das ist halt auch so eine gute Sache, weil die Konkurrenz war halt sehr gut. Und dann kam halt der türkische U18-Trainer zu mir und meinte, dass er mich halt bei einem Lehrgang sehen will. Und der Lehrgang war halt auch mit Länderspielen verbunden. Haben dann zwei Länderspiele gemacht. Einmal gegen Tschechien und einmal gegen Deutschland. Und ja, die beiden Spiele habe ich gespielt. War halt am Anfang halt sehr schwer, weil das erste Mal war, man hatte Druck. Aber mittlerweile habe ich mich da gut eingelebt, auch bei der Nationalmannschaft. Ja. Erklär uns mal, also ich glaube, du hast ja nur einen türkischen Pass, du hast keinen deutschen Pass, deswegen war deutsche Nationalmannschaft gar kein Thema oder wie sieht das da aus? Also da ich ja eh einen türkischen Pass habe, habe ich über die deutsche Mannschaft halt kaum nachgedacht. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht. Also ich will mich nicht festlegen, vielleicht wird das auch mal ein Thema sein. Ja. Wie war es denn in diesen besagten Länderspielen gegen Deutschland zu spielen? War das so ein bisschen ein komisches Gefühl oder wie war das, erzähl mal? Also es war schon ein bisschen komisch, aber es hat auch Spaß gemacht, weil zwei meiner Teamkameraden bei Deutschland gespielt haben. Ja, darüber haben wir uns halt im Nachhinein auch mal so ausgetauscht. Also war schon schön gegen ihn zu spielen. Machen wir weiter mit deiner Zukunft. Und zwar vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen stand in der Presse, dass du zu West Ham United gehst, dass es schon fest ist. So ist es aber gar nicht. Erzähl mal die aktuelle Situation mit den Verhandlungen mit West Ham United und mit dem VfL Wolfsburg. Wie sieht es da aus? Nimm uns da ein bisschen mit. Also vorab, ich habe nicht bei West Ham unterschrieben. Das war halt so ein Gerücht. Aber da laufen Gespräche mit meinem Berater und mein Berater kümmert sich halt im Hintergrund um alles. Und ich selber werde davon halt ferngehalten, weil ich mich auf Fußball konzentrieren soll, in die Zukunft. Das wird sich halt in den nächsten 3-4 Wochen halt sich schon klarstellen, wo es geht oder ob ich beim VfL bleibe. Und ja, also in den letzten Wochen ist halt auch sehr viel auf mich zugekommen, weil es ist halt für mich was Neues ist. Mein Vertrag läuft die Saison aus beim VfL und dann kamen halt schon die ersten Mannschaften, die mich haben wollen. Ja, also ich bin selber gespannt, was da passieren wird. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich mag sowas. Also vielleicht auch was Neues oder halt auch weiter mein Vorfeld, weil ich da auch sehr zufrieden bin. Mal sehen. Ja, sehr cool. Wir dürfen alle sehr gespannt sein. Ich glaube, am 10. findet jetzt auch nochmal ein Gespräch mit Wolfsburg statt und dann wirst du dir in Ruhe überlegen, wo die Reise hingehen soll, richtig? Genau, also am 10. wird mein Berater beim NLZ in Wolfsburg kommen. Und da werde ich dann nicht dabei sein, weil ich ja bei der Nationalmannschaft bin. Wir haben zwei Spiele gegen Moldawien. Das ist die Vorbereitung halt auf die EM. Und deshalb, also ich werde da wirklich komplett ferngehalten. Und mein Berater, also da vertraue ich auch 100%, der macht das schon. Vielleicht ein paar Worte dazu zu deinem Berater. Bei wem bist du? Erzähl mal, wer ist denn das eigentlich? Also ich bin bei der Agentur FTC, die ist in Hamburg. Und da kümmern sich halt Baris, Sophie Sadeh und Mutzi Özcan um mich. Das sind halt auch die Berater von Emre Mor. Und wir sind halt sowas wie eine Familie. Jeder ist für jeden da und man kann sich zu 100% vertrauen. Ja. Sehr cool. Ich glaube, das ist auch die Voraussetzung. Ansonsten funktioniert, also führt das ja nur zu Problemen. Okay. Ja, Murat, vielen Dank für das Interview. Das war's schon. Willst du vielleicht noch was loswerden? Also ich kann mich nur bedanken, dass wir das Interview jetzt geführt haben, aber sonst habe ich nichts zu sagen. Alles klar, Murat, vielen Dank, viel Erfolg. Wir werden natürlich deine Laufbahn weiter verfolgen und ich drücke dir ganz fest die Daumen. Viel Erfolg. Dankeschön.